Hallo, mein Name ist Ben Ouattara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode von Mach es einfach und mach es einfach. Ja, du hast richtig gehört, eine Podcast-Episode. Und dieses Mal bin ich wieder zu Gast in einem anderen Podcast. Und zwar ist es heute der DNX-Podcast mit Markus Meurer. DNX ist der digitale Nomaden-Podcast. Und ich share ab jetzt auch die Podcast-Folgen, wo ich interviewt werde, in anderen Podcasts. Checkt auf jeden Fall den Podcast ab, DNX, digitale Nomaden mit Markus Meurer. Und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Jo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich schon sehr, sehr lange freue. Und heute hat es endlich geklappt. Von Berlin hätte ich fast gesagt, von Düsseldorf bin ich ja gerade. Von Düsseldorf nach Dubai. Herzlich willkommen auf dem DNX-Podcast, lieber Ben Ouattara. Hallo Markus, ich freue mich hier zu sein. Danke, mich im Podcast zu haben. Ja. Eigentlich frage ich immer, wo bist du und was machst du? Wo bist du, habe ich gerade verraten, aber was machst du, wer bist du, kann ich dann mal einfügen. Ja, also mein Name ist Ben Ouattara, ich lebe in Dubai und ich bin Speaker und Coach, Mindset Coach und ich habe auf meinem Weg sehr viele verschiedene Sachen gemacht und lebe schon seit 7 Jahren in Dubai. Als ich nach hier gekommen bin, habe ich angefangen mit der Selbstständigkeit im Filmbereich. Also ich hatte eine Filmproduktionsfirma hier gestartet und habe meinen Weg gefunden im Speaker-Bereich, habe meine Berufung sozusagen gefunden, durch sehr viele Sachen. Und ich denke, das ist auch immer etwas, was sehr interessant ist für viele Leute, weil manche Leute denken immer, man muss das, was man macht oder irgendwann man machen will, glasklar vor Augen sehen, wenn man aus der Schule kommt. Und wenn man das nicht sieht oder gerade in einem Bereich steckt oder in einem Beruf steckt und hat das Gefühl so, das ist nicht das Richtige und wenn ich jetzt das wechsle, dann fange ich wieder von Null an und dann haben die das Gefühl, sie haben Zeit verloren und so weiter. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so glasklar erstens und zweitens, man fängt nie von Null an, sondern es ist alles eine Kontinuität. Ich habe aus all dem, was ich gemacht habe, vorher so viel mitgenommen und es geht immer weiter. Man nimmt das Netzwerk mit, man nimmt die Erfahrung mit, man nimmt das Mindset mit und deswegen ist es einfach nur für mich eine Reise. Ich bezeichne mich selbst als Schüler des Lebens und jetzt gerade ist die Form, die ich ausdrücke oder das, was ich tue, Mindset Coach und Trainer und Speaker und ich baue das immer weiter aus. Deswegen weiß ich nicht, was in 10 Jahren kommen wird, aber jetzt im Moment mache ich genau das. Ja, das war nämlich super tricky für mich, überhaupt irgendwas zusammenzusuchen, so wer, was du überhaupt machst, weil du schon so sau viele Sachen gemacht hast. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, ich kündige dich gar nicht an und lass dich einfach mal vorstellen. Sehr, sehr gut. Eine gute Technik. Auf jeden Fall. Aber die Leute interessiert sich vielleicht, was hat dich nach Dubai verschlagen? Also warum unbedingt Dubai? Und wie waren deine ersten Touchpoints mit Dubai? Also ich habe als Freelancer in Deutschland gearbeitet. Ich habe visuelle Kommunikation studiert und habe Videos gemacht und habe eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet, nur meine eigenen Projekte gemacht und ich war in Köln. Also ich habe in Holland studiert und dann habe ich vorher in Aachen gelebt, aber ich war in Köln und dann war ich halt in ganz Deutschland unterwegs und habe auch in Europa ein paar Projekte gemacht, aber ich habe in Köln gewohnt. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, als Flugkurier zu arbeiten für ein Jahr. Und das war sehr interessant, eine sehr interessante Zeit. Meine Freundin von mir war Flugkurier. Ja, das hab ich mich auch gefragt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Also es muss das so vorstellen, dass es Firmen gibt, die brauchen eine Lieferung oder es können auch Menschen sein, so normale Leute, aber so meistens sind das halt Firmen, die brauchen etwas sehr schnell geliefert. Und ich kann dir mal sagen, mein erster Auftrag zum Beispiel war eine Käsefabrik in Ruanda. Sie hatten eine Maschine, die Käse macht. Und da ist irgendwas kaputt gegangen, so ein Ventilator, so ein größerer Ventilator und der wird in Brüssel hergestellt. Und hätten sie das in dieser Firma, die das herstellt, bestellt über den normalen Weg, über, also man sagt DHL oder egal was, hätte das über eine Woche gedauert, bis sie das bekommen, durch Zoll und diese ganzen Geschichten. Oder sie haben eine Firma, die sie anrufen, die einen Kurier hat, der nach Belgien geht, nach Brüssel, zu dieser Firma, das abholt, das zum Flughafen bringt, dann kommt ein Flugkurier, er nimmt das, fliegt es mit Oversized Luggage rüber nach Ruanda und die haben das innerhalb von 20 Stunden zum Beispiel. Und das ist halt das Ding. Krass, das sind aber normale Economy-Flüge, die dann für dich buchen, oder ist das eine andere Maschine?
Das sind normale Flüge. Also du nimmst einen normalen Flug und es wird halt als, ne, und du hast dann verschiedene Sachen. Es gibt Flugkuriere, die transportieren zum Beispiel Organe oder Geldtransport. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe eigentlich immer nur so Aufträge gehabt. Da waren teilweise Mikrochips, manchmal waren das einfach größere, manchmal ein paar verrückte Sachen, die man dann transportiert, wo du dann einfach so 30 Pakete hast und drei Leute fragen musst, die du nicht kennst, dass sie dir helfen, weil sonst kannst du das nicht transportieren und so. Also war schon sehr spannend. Aber ja, ich habe das gemacht und ich war innerhalb von einem Jahr in ungefähr 80 Länder fast. Und ja, das ist also bis die ganze Zeit. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich fliege nur ab und zu, habe mir so eine Zahl gesetzt. Ja, ich mache weiter mit den Filmprojekten, aber das ist wie eine Sucht geworden, weil du kriegst einen Anruf und du weißt nicht. Also ich hatte das den Namen von der Person gespeichert als Reise um die Welt, so, ne? Das war der Name, der auf meinem Handy aufgeklaut auch ist. Und dann kriegst du so einen Anruf und dein Adrenalin geht hoch, weil das ist dann so, boah, wo geht die Reise hin, so, ne? Und du weißt es nicht. Dann sagt er, hast du Zeit? Kannst du in 3 Stunden nach Mexiko fliegen? Ja, natürlich. So, und dann, ich hatte 2 Koffer gepackt, einen für kaltes Wetter, einen für warmes Wetter, so, weil du hast dann keine Zeit zu packen und packst einfach den Koffer. Und das, was dann passiert ist, ist, ich habe das erstmal einen Monat gemacht. 2 Sachen waren sehr interessant. Ich habe mich schon seit fast 10, also ja, so ungefähr ja so 8 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe viele Bücher gelesen, mir so Hörbücher angehört und so weiter und viele von den Sachen so angewandt für mich selbst. Aber in der Zeit habe ich sehr so viel Zeit gehabt. Oder was? Genau, so also, Tony Robbins. Ja, genau. Aber ich habe nicht so Bücher normal gelesen, ich habe so richtige so Workshops und Kurse gemacht. So, ne? Ich habe zum Beispiel Personal Power 2, Time of Your Life. Das sind irgendwie so 38 Stunden Content. Es ist halt nicht nur so ein Buch, sondern so wirklich so Sachen mit Übungen und so weiter. Und das waren so die Ansätze. Und dann mit Mindset und Psycho-Cybernetics und solche Sachen. Aber es war natürlich viel so Theorie und ich war immer sehr interessiert darin. Aber in dieser Zeit als Flugkurier waren 2 Sachen, die sich sehr verändert haben. Und einmal war das, dass ich sehr viel Zeit hatte. Ich war entweder in einem Flugzeug, in einem Auto, in einem Zug oder in einem Hotel alleine und hatte einfach sehr viel Zeit und war von meinem Umfeld komplett raus. Ne, alle Leute, die ich kann, ich war alleine unterwegs. Und da bin ich erstmal so disconnected gewesen, so von meinem Umfeld, da, wo ich sonst immer Zeit verbracht habe. Und das Zweite, was passiert ist, ich habe so in der ersten Zeit habe ich die Aufträge so gemacht, ne, und dann war ich immer so, okay, boah, ich bin hier voll in den coolen Orten, wo ich nie war, und du hast aber nicht wirklich Zeit zu planen. Du fliegst meistens am selben Tag, manchmal am nächsten Tag oder ja, und du hast nicht wirklich Zeit rauszufinden, und ich kenne meistens niemanden da, wo ich bin. Und was ich dann gemacht habe, ist, damals war es halt nicht so mit Social Media wie jetzt, aber ich hatte so Xing und Facebook und LinkedIn und habe dann einfach so gepostet. Ja, wer kennt irgendwen, der in Tokio wohnt? Wer kennt irgendeinen, der in Mexiko ist? Und dann immer so, ja, die Schwester von meinem Freund macht gerade einen Austauschjahr da. Oder ja, mein Onkel wohnt hier und hier. Und Leute haben mir geantwortet und ich habe mich einfach mit wildfremden Menschen getroffen. Ich habe, egal wo ich war, immer rausgefunden, wo gibt es was, wo kann ich Menschen kennenlernen, damit ich irgendwelche Locals habe und irgendeinen Ansatz habe. Und das habe ich dann gemacht und darüber habe ich wieder so viele Menschen kennengelernt, die ich sonst niemals treffen würde, und Gespräche gehabt und Leute, die nicht viel älter waren als ich oder in ganz anderen Branchen, Bereichen gearbeitet haben, und dann fängst du erst an so zu sehen, was das alles gibt. Es gibt ja, wie du gerade gesagt hast, was ist ein Flugkurier? So, ne? Das heißt, es gibt so viele Jobs, es gibt so viele Wege, wie Menschen ihr Geld verdienen oder Projekte machen, auf die ich niemals selbst kommen würde oder gar nicht weiß, dass es so etwas gibt, und man ist nur so frei wie seine Option. Deswegen manche Leute sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, und ich bin, aber man muss aus dem Kreis rauskommen, wo man ist, und da fängt man an, Sachen zu entdecken. Und das, was ich vorher gemacht habe, habe ich gemacht, so wie ich es kannte, mit den Möglichkeiten, die mich herum waren. Und als ich als Flugkurier unterwegs war, war ich halt auch unter anderem in Dubai, und da habe ich Leute kennengelernt. Ich hatte eigentlich geplant gehabt, 4 Tage da zu bleiben, und da also hat sich das extended mit dem Flugkurier. Ich bin dann über 1 Monat in Dubai geblieben, weil ich da super viel Möglichkeiten hatte und Leute kennengelernt habe und das Netzwerken und so. Sie haben sich so viele Türen geöffnet in so kurzer Zeit, dass ich gesagt habe, so, ey, ich muss mir das angucken. Und ja, und dann habe ich einen Partner gefunden und dann hier in Abu Dhabi meine erste Firma gegründet, und das war in 2012, und seitdem bin ich hier. Und natürlich sind sehr viele Sachen passiert in der Zwischenzeit, aber das war so der Ansatz, wie ich nach Dubai gekommen bin, weil von allen Orten, wo ich auf der Welt war, war das für mich der Ort, wo ich am wenigsten drüber wusste. Aber als ich hier war, ich war überall und habe mir immer so vorgestellt, wie wäre das für mich, hier zu leben und hier zu sein. Und man kann es nur
sehen, wenn man an dem Ort selbst ist. Man kann nicht in Deutschland sitzen und sich überlegen, wie wäre es da zu sein, wenn man nicht selbst dort war und wenn man nicht unterwegs war. Und ich habe einfach gemerkt, so ey, diese Energie, diese Dynamik, wie schnell Sachen gingen, weil Dubai ist im Wachstum. Es gibt sehr viele Orte, wo es viel, natürlich kann ich sagen, okay, in der Filmindustrie kann ich nach L.A. gehen, so, ne, weil es Hollywood, aber da sind alle, da ist super viel Competition, da sind super viel, das ist eine Dynamik. Ich sage, okay, das ist nicht ein Problem, dass es viel Konkurrenz gibt, heißt ja nicht, dass man nicht was erreichen kann, es ist einfach auch sehr viel Möglichkeiten da. Aber ich war in Amerika, ich habe in sehr vielen Städten, ich war einfach da aus verschiedenen Punkten. Wie fühle ich mich hier, wenn ich hier wohnen würde? Von Projekten, von Business, vom Lifestyle, von der Entourage, von der Energie, wie ich mich fühle, von der Sicherheit. Und das war bei mir so ein Feeling, wo ich gemerkt habe in Dubai, ich so, ey, ich spüre etwas hier und hier ist sehr viel Potenzial nach vorne, nach oben in die Zukunft, was viele Leute noch nicht sehen. Und wenn man einer der Ersten ist hier und hier etwas aufbaut, dann gibt es in den nächsten 10 Jahren sehr viel. Das war so ein Feeling, was ich hatte und ich bin dann mit meinem Feeling einfach gegangen. Krass. Und jetzt bist du 6 Jahre da und sagst, es ist immer noch cool. Dubai ist das beste Ding für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja, 100%. Geil. Auf jeden Fall super inspirierend, das Ganze mit dem Flugkurieren. Wusste ich gar nicht, dass man sowas dann quasi auch privat oder Privatpersonen das dann machen für Corporates und quer durch die Luft fliegen und irgendwelche Sachen. Meistens durfst du wahrscheinlich gar nicht wissen, was du da gerade transportierst, oder? Doch. Also ich war immer, das war einer der Dinge, also du machst das auf, ne? Also ich habe immer jedes Mal, wenn ich ein Paket, du darfst ja nicht mit irgendwas fliegen, weil es ist ja unter meinem Namen. Ich meine, da könnte ja was auch immer drin sein, so, ne? Das heißt, ich habe immer aufgemacht und gecheckt, was ist drin, dann wieder zugemacht und dann bin ich damit geflogen. Und also es gibt so teilweise sogar, es gibt so Aufträge von Flugkurieren, die zum Beispiel ein sehr wichtiges Dokument haben, was von 10 Leuten unterschrieben werden muss. Aber einer ist in Tokio, einer ist in New York, einer ist in Singapur und dann fliegst du mit einem Dokument und landest, nimmst ein Auto, mietest einen Wagen, fährst dann dahin, bringst du der ersten Person, unterschreibst es und dann geht es weiter zum nächsten. So, ne? Und es gibt so verrückte Sachen. Also es gab schon mal wirklich, dass einer gesagt hat, es gibt, das war so eine Frau, sie hat einen Kuchen gebacken für ihren Mann und sie wollte unbedingt, dass er das persönlich bekommt. Und dann musstest du da hinfliegen, den Kuchen abholen und dann in ein anderes Land und das war irgendwie von England. Ich habe den Auftrag nicht gemacht, aber das war ein anderer Kurier, der den Auftrag hatte und musste dann einen Kuchen dahin bringen, so ungefähr. Aber das ist schon sehr selten, dass sowas passiert. Ja, echt heftig. Du hast gerade auch Social Media erwähnt, dass du gesagt hast, damals ging es noch nicht so ab, dann ein bisschen über Xing oder LinkedIn oder Facebook mittlerweile. Instagram bist ja auch richtig fett am Start. Kannst ja vielleicht mal sagen, wie viele Follower du hast. Und was ich mich frage, weil mich das auch persönlich beschäftigt, geht dir das nicht manchmal auf den Sack, immer posten zu müssen? Oder musst du gar nicht immer posten und postest nur, wenn du Bock hast? Oder wie hältst du das mit Social Media? Ja, also das ist so eine Sache, ne? Also ich habe im Moment habe ich 2 Accounts. Ich habe einen englischen Account, da habe ich ungefähr 20.000 Follower. Ich habe einen deutschen Account, da habe ich weniger Follower. Hab ich so, ich weiß gar nicht, wie Follower. Ich habe 2.000, 3.000. Ich habe den deutschen Account habe ich gestartet, weil ich bin ja hier in Dubai und ich mache das meiste hier auf Englisch. Ich arbeite auch mit Brands zusammen. Aber ich habe dann letztes Jahr habe ich einen Podcast gelauncht, mach es einfach und habe halt Workshops gegeben in Deutschland und habe angefangen auch mit Livestreams und mit Videos und habe einfach gemerkt, dass meine Zahlen gedroppt sind auf meinem englischen Account, wenn ich da anfange mit Deutsch Livestreams zu machen, weil die Leute sagen, hä, verstehe ich nicht so und dann fangen sie an weniger den und dann habe ich gesagt, ich splitte das, weil meine Core Audience und das, was ich machen werde, das wird auf Englisch sein. So, ne, weil Englisch einfach ein viel größerer Markt, ich erreiche viel mehr Menschen auf Englisch. Aber zu dem mit dem Posten und so, ich muss sagen, ehrlich gesagt, es macht mir Spaß. So, ich habe für mich selbst gemerkt, dass wenn man eine Struktur baut, die funktioniert, so, das ist ja in jedem Bereich so, ne, ob das jetzt Podcast ist, YouTube-Videos, Facebook, Instagram, das ist eine Plattform von vielen. Und was ich gemerkt habe am Anfang war es, dass wenn man sich Marketing Strategies anguckt und wirklich tief reingeht in Kommunikation, Marketing, Branding und Aufbau der Zielgruppe und so weiter und in diese Technik reingeht, dann kann es sein, dass man so überwältigt ist von dem Ganzen, weil man hat das Gefühl, ich muss das machen, ich muss ein Newsletter, dies, das und dann muss ich hier und du musst so überall gleichzeitig sein und wenn man am Anfang, vor allen Dingen für mich ist es wichtig, Sachen selbst zu testen. Es ist zwar gut, wenn man Sachen delegieren kann und so, aber wenn man nicht selbst eine Struktur hat und einfach delegiert, dann ist es ja deine Stimme nach draußen. So, ne? Das heißt, diese Social Media ist eine Erweiterung von dem, was eigentlich passieren würde, wenn ich mit jemandem vor jemandem sitze und mit jemandem rede. Und ich will, dass so gut wie möglich diese Energie,
die ich habe, wenn ich vor jemandem stehe, auch übertragen wird und das nicht verfremdet wird und ne, nach draußen geht, wenn ein anderer das macht. Und deswegen ist es wichtig, am Anfang bestimmte Sachen selbst zu machen, aber dann kann es sein, dass du so overwhelmed bist einfach, weil es ist so, ich muss das machen und das machen und das und du kommst einfach nicht hinterher. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, dass man für sich selbst einen Rhythmus rausfindet, dass man sagt, okay, pick dir erstmal eine Plattform und bau das auf, weil am Ende des Tages ist es eine Kommunikation. Es ist eine Kommunikation mit deiner Zielgruppe, mit den Leuten, die sich für das interessieren, was dich interessiert und die Fragen haben. Und wenn man da in den Dialog reingeht, dann merke ich, macht das viel mehr Spaß, weil dann ist es nicht mehr so abstrakt. Dann ist es nicht so, okay, ich muss jeden Tag 4 Posts auf Facebook machen, einen Post auf Instagram, einen Livestream, einen in meiner Story muss ich auch noch das machen und das machen und das machen. Es gibt vielleicht eine Phase, wo ich sage, ey, guck mal ganz kurz, ich gehe jetzt erstmal und mache mehr, fokussiere mich mehr auf den Podcast, kreiere da ein paar Sachen, dann merke ich, dass Fragen kommen und ich mache regelmäßig Livestreams. Wenn ich Livestreams mache, merke ich, dass Leute bestimmte Fragen stellen. Auf beides. Also ich habe zum Beispiel auf Facebook habe ich eine Facebook-Gruppe, weil ich da gemerkt habe, dass die Interaktion viel größer ist und viel besser ist als einfach auf der Seite. Das heißt, in den Gruppen, so Facebook-Gruppen zu bestimmten Themen, da kann man das auch segmentieren, dass du sagst, okay, das eine ist zum Beispiel Deutsch, das andere ist Englisch und ich habe dann bestimmte Gruppen auch zu den Kursen und Workshops, die ich habe. Und dann ist das dann so thematisch. Das heißt, dann weiß ich, das, was ich sage, ist nicht allgemein verbreitet, sondern ich weiß, das ist relevant für diese Zielgruppe und wir sind wie in einer Kommunikation in einer Gruppe und die Gruppe wächst, aber je nachdem, was für ein Thema das ist. Und das ist halt immer die Frage, was ist das Ziel? Manche Leute sagen, es geht um Reichweite, ich muss mehr Leute erreichen, viele Leute erreichen. Wenn man in Gruppen macht, hat man natürlich die Tiefe mit weniger Leuten. Und dass man für sich so austestet, was macht mir auch Spaß, was liegt mir eher? Manche Leute sagen, du musst alles machen. Und es gibt Leute, die fühlen sich nicht wohl vor einer Kamera. Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo man sagt, man kann an seinen Limitierungen arbeiten und so weiter. Aber es gibt Leute, die sagen, ey, ich schreibe voll gerne und ich liebe es zu texten. Ich bin zum Beispiel nicht so. Ich rede wie ein Wasserfall, ich kann vor Kamera reden und so weiter. Aber schreiben, hinsetzen und Sachen schreiben, das ist für mich, das ist einfach nicht mein Ding. Das ist nicht mein stärkstes Kommunikationsmedium. Aber das kann man dann ausbauen, dass du sagst, weißt du was, ich fange jetzt erstmal an mit Audio und Video und ein paar Sachen werden erstmal wegfallen, aber es ist okay, weil ich bin in der Kommunikation. Und dann fange ich an, Step für Step bestimmte Sachen zu delegieren. Und dann habe ich die Zeit aber, bestimmte Leute zu trainieren, dass ich sage, ich arbeite mit jemandem, der, für mich ist es immer wichtig, sehr gut ist in dieser einen Sache, in der ich diese Fähigkeit nicht habe. Oder ich kann vielleicht gut werden darin, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Es liegt mir, es ist nicht etwas, was ich mag. So, aber es gibt jemanden, der liebt es. Es gibt Leute, die lieben es, sich in ein Starbucks hinzusetzen und zu schreiben, Ghostwriting zu machen für Bücher, für Posts und so weiter. Die lieben das. Sie haben vielleicht ihren eigenen Blog oder ihren eigenen Content und schreiben für andere Leute. Und das Dritte ist, dass sie sich am besten noch mit dem, also das Thema mögen und sich für das Thema interessieren. Das heißt, es wäre jemand, der zum Beispiel meinen Podcast sogar hört und meinen Content konsumiert, aber gleichzeitig diesen Skill hat. Dann ist das perfekt für mich, weil dann habe ich diese Erweiterung und dann fängt man an, sich ein Team aufzubauen. Und das ist der Start von diese, ich sehe das sehr oft, dass bei Entrepreneurs, vor allen Dingen, wenn man am Anfang, so Anfang steht, es gibt super viele Workshops und Kurse, wo Leute dir alles beibringen wollen. Die bringen dir bei, wie du Facebook-Ads machst, wie du Google Analytics verstehst, wie du eine Webseite baust, wie du Postings machst, wie du das machst, wie du das machst, wie du das machst. Und du hast dann das Gefühl, du musst alles lernen und alles können, bevor du rausgehen kannst. Und wie willst du competen mit Leuten, die das perfekt machen? Es gibt Leute, die fokussieren sich nur auf Ads und machen das 3 Jahre. Und es gibt immer noch Leute, die besser sind als andere. Und ich soll einen Kurs machen und in einem Monat, ich denke, für mich ist es immer relevant, es ist wichtig, bestimmte Sachen zu lernen und zu können, um zu verstehen und einschätzen zu können, wie gut die Person ist, die das dann später für dich übernehmen wird. Und vielleicht selbst ein paar Sachen zu testen, um ein Feeling dafür zu kriegen. Das ist das, was ich gemacht habe, zum Beispiel im Film. Weil ich habe am Anfang habe ich alles gemacht. Ich habe das Skript geschrieben, ich habe Regie gemacht, ich habe Kameraführung gemacht, ich habe den Schnitt gemacht, ich habe die Farbkorrektur gemacht, Ton, alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, was für Filme waren das? Also ich habe Werbespots gedreht. Ich habe am Anfang, es gibt verschiedene Projekte, aber die meisten waren Werbespots. Ich habe hier, also als ich in Dubai war und größere Projekte gemacht habe, habe ich natürlich mit Teams zusammengearbeitet. Aber am Anfang habe ich halt so Corporate-Filme gemacht, Image-Filme und Werbespots. So. Und du selber warst dann auch quasi vor der Kamera, so die Hauptrolle. Aber auch hinter der Kamera. Das gab es auch.
Das gab es auch. Also nee, die meisten Sachen, also war ich nicht der Hauptdarsteller. Ich habe manchmal das Voice-Over gemacht, so bei so, also den ersten Projekten. Und ja. Habe aber alles selbst gemacht. So, ich war das komplette Team, so, ne? So One-Man-Army. Es gibt sehr viele Leute mittlerweile, die das machen. Damals war das jetzt nicht so gang und gäbe, dass man alles selbst macht. Das war aber für mich eine gute Erfahrung, weil ich in jedem Bereich verstanden habe, wie er funktioniert und die Bereiche ja voneinander abhängen. Das heißt, wenn du schneidest, ist es gut, wenn du auch filmen kannst. Wenn du filmst, ist es gut, wenn du auch schneiden kannst, weil du filmst für den Schnitt und so weiter. Aber ich werde niemals der beste Editor sein. Ich werde niemals der beste Kameramann sein. Ich werde niemals der Beste in einem Bereich sein, weil ich mache alles. Und jemand, der nur das eine macht, der wird besser sein als ich, weil er einfach mehr Erfahrung hat als ich. Aber dann später, wenn ich ein Team baue um mich herum, der Editor kann mir nicht sagen, ich brauche 5 Tage dafür, wenn ich weiß, es braucht 2 Tage, weil ich das selbst schneiden kann. Und der Kolorist kann mir nicht sagen, ja, ich charge dich jetzt für 4 Tage oder das brauchen wir hier und das brauchen wir da. Weil ich sehe sehr viele Leute, die gehen in diesen Bereich rein, sind Producer und haben keine Erfahrung in den anderen Bereichen und wissen dann gar nicht, wie man das einschätzt. Und das war halt mein Vorteil danach, wo ich mein Team aufgebaut. Deswegen denke ich, es ist gut, dass man das lernt und dass man das versteht, wenn man das dann später abgibt. Aber boah, ich gebe voll die lange Antwort auf die Frage mit Social Media Manager gerade, aber. Ja, muss nichts machen. Ja, zumindest, dass du alles einmal selber gemacht hast, gecheckt hast, verstanden hast, wie es geht und im besten Fall dann auch noch verschriftlich irgendwo bei dir in deiner Company, ne? Sobald dann jemand raussteppt, dass dann nicht wieder von null quasi du ihn wieder voll in das Thema reinholen musst, sondern das, so haben wir es dann irgendwann gemacht, SOPs aufgebaut, Standard Size Optimization, nee, wie heißt das? Operation Procedures, SOP, auf jeden Fall so Standardprozesse, glaube ich, auf Deutsch. So, für jeden Teilbereich und ey, das war so heftig viel Arbeit, aber auf der anderen Seite die smarteste Entscheidung, die wir in unserem ganzen Leben business-wise getroffen haben, diese SOPs zu starten. Ich mache das mit Zoom-Calls sehr viel. Also, dass ich sage, das wird einmal, sogar bei Bewerbungsgesprächen teilweise, dass ich das einmal definiere, was gebraucht wird, wie das gemacht wird und dann, dass derjenige, der Erste, der das macht, diesen Prozess einmal dokumentiert und dass das gespeichert wird und, ne, weil Leute, vor allen Dingen hier in Dubai ist es auch so, dass sehr viele Leute kommen nach hier und gehen wieder und kommen und gehen wieder, so, ne, und das heißt, dass auch wenn du mit Freelancern arbeitest oder mit Leuten, wo das sehr unflexibel ist, da musst du ja jedes Mal wieder dann reingehen, diese Kommunikation, und dass das automatisiert ist, gespeichert ist, sagst du, okay, geh erstmal da durch und wenn du dann noch Fragen hast, dann können wir darüber reden, aber dass nicht diese Zeit da reingeht und vor allen Dingen, dass man das nicht selbst immer machen muss, das auf jeden Fall, also das ist, ja, das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen. Wie viele Leute hast du jetzt in deinem Team? Jetzt gerade in meinem Team, ich habe ein sehr kleines Team. Also ich habe 3 Leute in meinem Team und ich habe sehr viele Freelancer, weil ich noch sehr flexibel bin. Ich bin gerade dabei, sehr viel für mich selbst zu entwickeln. Ich arbeite so nach Projekten, also ich habe so eigene Workshops, die ich gebe, ich habe Online-Kurse, die ich gerade kreiere und ich gehe halt von Projekt zu Projekt und ich arbeite viel in Kollaborationen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel, was Online-Marketing angeht, habe ich Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Was Speakings angeht, habe ich bestimmte Agencies, mit denen ich zusammenarbeite. Ich arbeite auch als Influencer für manche Brands zusammen. Da habe ich auch Agenturen und Agenten dazwischen, die das für mich übernehmen. Das heißt, die sind jetzt nicht in-house, dass ich jetzt einen Manager habe, der bei mir drin sitzt, sondern er hat andere Leute, mit denen er zusammenarbeitet, aber repräsentiert mich und meine Brand. Und alles, was Produktion angeht, ich produziere meine eigenen Contents, aber ja, ich habe sozusagen, also mein Team ist halt, wie gesagt, sehr klein für das, was ich die ganze Zeit brauche. Und wenn ich größere Projekte habe, dann habe ich halt ein Team, was ich dann für die Dauer der Zeit habe, aber die sind nicht in-house. Das ist ja auch vielleicht mal ganz spannend für alle, die zuhören, wenn man dich so von außen sieht mit deiner krassen Reichweite und was du alles machst und tätig bist, dann denkt man vielleicht so ein heftiges Team im Hintergrund und er muss selber kaum noch was machen. Aber meistens ist es so, dass du dann ein kleines Core-Team hast, das mögen wir auch, und dann viele Freelancer, die man dann je nach Bedarf wieder hoch und runter fahren kann, um flexibel und auch agil zu bleiben, ne? Genau, und die Sache ist, es kommt immer drauf an, ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel etwas passiert und du hast ein größeres Projekt, dann kann es sein, dass du sagst, okay, dafür brauche ich jetzt erstmal für ein Jahr mindestens ein festes Team, was dann, ne, reinkommt, aber das ist dann eine Entscheidung, die dann in dem Moment getroffen wird. Aber für die meisten Sachen, die ich jetzt auch gerade sehe und austeste und ausprobiere, habe manchmal teilweise so Projekte, die parallel zueinander laufen und habe dann 3 Teams, die dann jeweils an dem einen Ding arbeiten, weil sonst dann Overload ist und ich habe verschiedene Kommunikationsstrukturen haben und somit
kann man sich dann einfach verzehnfachen, ne? Weil wenn ich einfach sehe, okay, ich habe jetzt das, wow, jetzt habe ich eine andere Idee, cool, und dann baue ich einfach ein separates Team nebenbei. Und ich habe so ein System für mich, weil ich habe am Anfang, und das war so ein limitierender Glaubenssatz, den ich hatte. Ich habe geglaubt, dass ich alles selbst machen muss. Und ich habe eine Stärke darin. Und dass keiner besser kann als du wahrscheinlich, ne? Genau, dass es keiner besser kann als ich. Und das ist etwas, irgendwann habe ich mich gefragt, woher kommt das? Das kam einmal von dieser Anerkennung, die ich haben wollte als Kind. Dann kombiniert mit der Schule, du musst gut sein in allen Fächern. Du kannst nicht sagen, ich bin gut in dem Fach und in dem Fach ist der andere gut, also mache ich ein Team mit dem. Und das ist ja eigentlich so, wie Business funktioniert. Aber in der Schule ist es nicht so. Du bist ein Individuum und du wirst verglichen in jedem Bereich mit jedem anderen. Und dein Ziel ist es, in jedem Fach besser zu sein, als du vorher warst. Und vor allen Dingen, wenn du gut bist, zum Beispiel in Mathe, aber du bist in Geschichte nicht gut, ist dein Ziel jetzt in Geschichte besser zu werden. Das heißt, du musst dich fokussieren auf deine Schwächen. Und das, wo du gut bist, ja, ist ja okay, das wird jetzt als selbstverständlich erachtet, so. Und dann bin ich irgendwann so in diesen Perfektionismus reingekommen. Völlig sick, so, dass du dann sitzen bleibst wegen einer Sache, wo du nicht gut drin bist, wie du eben schon gesagt hast, anstatt voll auf die Stärken zu fokussieren, so, der ist gut in Mathe oder der ist gut in Sport, also wird er jetzt der krasseste und beste Sportler ever. Aber im Schulsystem ist diese Gleichmacherei, genau. Es wird nicht gefördert, dass du dich fokussierst darauf, und das ist auch diese Sache, das ist so. Ich habe zum Beispiel dieses Ding gehabt, was ich am Anfang dachte, das ist ein Vorteil. Ich kann filmen, ich kann speaken, ich kann schneiden, ich kann dies, ich kann das. Das heißt, eigentlich, ich kann, wenn ich will, Webseiten bauen. Ich kann so viele Sachen mir aneignen und sie selbst machen. Und dann denke ich so, ich brauche niemanden, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Aber diese Fähigkeit, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, manche Leute haben diese Fähigkeit nicht. Die sagen, ich kann nicht filmen, ich kann nicht schneiden, ich kann nicht das. Was ist denn die Option? Wenn sie direkt morgen jemanden sich holen, der das kann, haben sie diese Fähigkeit innerhalb von einem Tag. Du brauchst aber vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre, um dir diese Fähigkeit anzueignen. Das heißt, durch Kollaboration hast du instantaneous diese Capabilities. Und das ist halt dieses Ding, diese Delegieren. Aber dann für mich war der nächste Step dieses, ich hab das zu so einer Art Gewohnheit gemacht, dass ich gesagt habe, so, jedes Mal, wenn ich mich frage, wie mache ich etwas, und das ist einer der größten Gründe, warum ich oft prokrastiniert habe. Ich musste bestimmte Sachen machen und dann habe ich die liegen gelassen. Ah, ich bin noch nicht ready, ich mache das morgen, nächste Woche. Und dann habe ich mir gedacht, warum? Was ist wirklich das, was vor mir gerade liegt? Und dann habe ich identifiziert, dass meistens ich nicht weiß, wie ich das machen muss. Mir fehlt eine Information oder mir fehlt ein Skill. Und deswegen schiebe ich das auf. Und ich weiß, was gemacht werden muss, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das ansetzen soll. Und dann verschiebe ich das. Und in der Sekunde, wo ich mich frage, statt wie mache ich das, wer macht das? Manchmal ist die Antwort auf wer ich. Weil zum Beispiel Videofilmen zu dem Thema bababam, okay, wer? Ben. Okay, Schnitt davon, wer? Nicht Ben. So, und dann habe ich einfach diese To-Do-Liste, wenn ich dahinter anstatt wie, wer schreibe. Und manchmal ist das Wer nur die Person, die mir sagt, wie, und dann bin ich wieder das Wer. Aber dann ist es nur eine Informationskommunikation. Aber sehr oft ist einfach meine To-Do-Liste um 80% reduziert, nur wenn ich frage, wer statt wie. Und dann ist halt dieses Ding, ich habe das so zu einem Modell gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss mich konditionieren, so zu denken, weil mein Instinkt, den ich mir antrainiert habe, immer ist, ich muss lernen wie. Ich muss nicht lernen wie. Ich muss mich fragen, wer. Und dann ist auch das nächste Step ist, delegiere das Delegieren. Dass ich gesagt habe, ich muss eine Person haben sogar, die an die ich kommuniziere. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Freelancer für das und das und das und das, dann werde ich nicht eine Anzeige schalten und bekomme auf einmal 80 Antworten und ich gehe die 80 Antworten durch. Ich sage, ich habe eine Person, wo ich sage, du machst die Anzeige und filterst das raus und von diesen 80 Leuten holst du mir die 10 besten raus und dann gucke ich mir die 10 an. So, weil, und das delegiere ich, das Delegieren, und versuche halt so viel wie möglich, das von mir wegzuschieben, diese Konfrontation mit diesen Sachen, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt muss ich das machen und das und so. Es gibt Sachen, ich weiß nicht wie, oder ich habe gar keinen Bock drauf. Das kommt auch noch dazu. Und dann verschiebe ich die. Aber es kann trotzdem gemacht werden, nur nicht von mir. So, ne? Und so gehe ich halt diese Sachen an. Was war bei dir so der Aha-Moment, wo du das gemerkt hast, du musst anstatt ein Wie, ein Wer dahinter schreiben oder du delegierst oder delegierst jemanden, an den du es delegieren kannst? Gab es da irgendwelche Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, so, Alter, ich bin so stuck, ich krieg nichts gerissen, ich prokrastiniere hier vor mir her und weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll? Ja, es gibt immer so verschiedene Hints, weil ich habe zum Beispiel
Das kommt viel durch Selbstreflexion. Ich habe sehr viele Übungen, die ich für mich selbst so nochmal so geschaffen habe, eine Kombination aus sehr vielen Sachen, die ich selbst studiert habe. Und sehr oft erreichen wir bestimmte Ziele oder machen wir Sachen richtig, intuitiv in manchen Situationen oder in manchen Bereichen, sehen aber nicht die Parallelen zu anderen Bereichen. Als ich Filmprojekte habe ich das genau so gemacht, weil voll oft sind wir gezwungen, in bestimmte Systeme reinzugehen, wenn wir Rahmenbedingungen haben, die uns dazu zwingen. Sagen wir, du hast eine Deadline von 3 Tagen, um etwas zu machen, wo du normalerweise 3 Wochen für hast. Jetzt musst du die Sachen anders machen als sonst. Oder du wirst die Leistung nicht bringen können. Das Erste, was du machst, ist, fuck, ich kann es nicht alles selbst machen, weil ich keine Zeit habe. Sachen müssen parallel laufen. Also muss ich Sachen delegieren. Und das habe ich halt, als ich Filmprojekte hatte, hier zum Beispiel in Dubai, sind sehr viele Sachen, die spontan passieren. Zum Beispiel so Sachen, die ich in Deutschland niemals hatte, aber hier wachen Leute morgens auf und sagen, wir müssen das noch machen. Ich habe zum Beispiel so oft hier vom Government, die sagen dann so, wir haben ein Event, dieses Event findet jedes Jahr am selben Tag statt, aber die haben auf einmal eine Woche vorher, wir haben dieses Event und uns fehlt ein Video, wir müssen dieses Video haben und bababam, und das und das und das und das brauchen wir dafür. Und dann merke ich so, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, wenn ich das so mache, wie ich es vorher gemacht habe. Und durch diesen Druck war ich gezwungen, in last minute. Aber das Ding ist, das Lustige war, am Anfang, das ist ein paar Mal passiert, aber als der Druck weg war, habe ich dann trotzdem die Sachen wieder so gemacht wie vorher. Ich sage, bei diesem Projekt haben wir jetzt einen Monat Zeit. Ja, dann machen wir das so wie normal. Dann habe ich gesagt, warum? Wieso habe ich bei dem? Dann habe ich auf einmal, wir mussten Animationen zum Beispiel machen. Ich habe gesagt, dieses eine Team allein schon, dass die Computer, die das rendern müssen und so weiter, die Zeit haben wir gar nicht. Das heißt, wir brauchen 4 Teams, die parallel das machen. Auf einmal ist das Team vervierfacht. So. Und du hast die Zeit der Kommunikation nicht. Das heißt, du brauchst jemanden, der das versteht, der die Kommunikation übernimmt, während du was anderes machst. Und diese Struktur entsteht wirklich durch Druck. Und wenn man vor allen Dingen sein eigenes Ding macht und sich selbst die Deadlines setzt, dann kann man Sachen ausstrecken. Ja, ich muss erst meine Website fertig haben. Wenn ich das fertig habe, dann mache ich erst das, dann mache ich erst das. Und etwas, was eigentlich in einem Monat ready sein könnte, braucht auf einmal 6 Monate. Warum? Weil die externe Deadline nicht existiert. So, und wenn du dir die Deadline selbst kreierst, beziehungsweise wenn du das System, wenn du eine Deadline von außen hast, kreierst du das System. Und jetzt, wenn du das System hast, dann kannst du dadurch die Deadlines viel früher erreichen. Und so, das war eine Kombination von den Sachen. Aber irgendwann saß ich da und hab mir überlegt, Moment mal, wo sind die Hindernisse? Wo ist das, was mich bremst? Wo ist das, was macht, dass ich langsamer bin? Und natürlich mit sehr viel, ich konsumiere sehr viel Content, ich höre mir Podcasts an, ich lese Bücher an. Das sind immer so, hier so ein kleiner Ansatz davon, da ein kleiner Ansatz. Und irgendwann fängst du an, Sachen zu kombinieren und in der Praxis zu testen. Und da merkst du halt, Moment mal ganz kurz. Das, was ich da höre, das habe ich doch schon mal gemacht. Nur ich habe das gar nicht so identifiziert. Und plötzlich fängst du an, diese Muster zu erkennen und merkst, diese Situation sieht anders aus, aber das Skelett davon ist eigentlich genau gleich. Und dann, wenn man dieses System hat, dann kann man das übertragen auf alle möglichen Sachen. Stark. Du hast eben gesagt, du machst Workshops, Online-Kurse, Speaking-Gigs, Influencer-Marketing. Wenn du das mal so aufteilen müsstest, deine verschiedenen Einkommensströme nach Prozenten, wo ist da gerade dein Fokus? Das ist sehr, es ist im Moment sehr schwierig zu sagen, weil sehr viel gerade startet. Also ich habe letztes Jahr habe ich wirklich begonnen mit meinem Personal Brand. Ich habe in den Podcast gestartet und ich habe sehr viel experimentiert und ich bin sogar jetzt noch in der Testphase. Das heißt, im Moment sind es noch Online-Kurse, ne? So, das ist digitale Produkte, aber wird sehr viel optimiert. Also ich habe da ehrlich gesagt lange gebraucht, um einen richtigen Partner zu finden. Das ist ein sehr wichtiger Bereich das ist auch ein Bereich an sich, wo man sehr viel testen muss. Und das ist auch ein Bereich, wo ich gemerkt habe, dass man nicht von dem ausgehen kann, was man denkt oder was man fühlt. Was hast du da alles getestet und für neue Erkenntnisse gewonnen zum Beispiel? Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, ist, es geht nicht um Design, es geht um das, was für, also nicht diese mein persönliches Design oder das, was man so kennt, weil in der traditionellen Werbung zum Beispiel oder in Medien, du arbeitest zum Beispiel mit einer Medienagentur zusammen und die haben eine genaue Vorstellung von dem, was sie wollen für ihre Kampagne. Und die sagen, das ist das Design. Und wenn ich einfach nur den Finger drauf kriegen kann, was diese Agentur will, und ich pitch 3, 4, 5 Sachen, dann sagen die, das gefällt uns, bumm. Ich habe einen Kunde und ich habe eine Person, die entscheidet meistens in dem Marketing und so weiter, mit der ich rede.
Und dann ist es okay. Und meistens haben die eine Vorstellung von dem, wie ihre Brand nach draußen präsentiert werden soll. Wenn du jetzt aber anfängst, mit Ads, mit Videos, mit Bildern, Facebook-Ads, das rauszuhauen, du gehst von deinem Design aus, was du denkst, was eigentlich ästhetisch ist oder was funktionieren müsste. Und dann testest du das und es kommen Sachen raus, und das sind Zahlen, Zahlen lügen nicht, es kommen Sachen raus, und ich denke so, ich hätte niemals gedacht, dass diese Ad besser läuft als die. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Bild besser ist als dieses Video, weil jeder weiß, Video ist mehr engaging. Ich hätte nie gedacht, also, dass ich dann denke so, ich kann nicht von dem ausgehen, was ich glaube oder was ich denke, oder ich kann nicht von mir selbst ausgehen, sondern du gehst einfach nur von dem aus, worauf die Menschen reagieren. Und dann fängt man an zu lernen von dem Feedback. Und das Feedback, klar, natürlich sind das halt Zahlen, ne? Das war so, okay, die Mehrheit der Leute so klickt hier drauf, reagiert da drauf, dann gibt es gibt ja so Tools, wo man, ich gehe auch ziemlich tief rein, weil ich will das verstehen, weil ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit einem Team zusammen und die zeigen mir, wie das funktioniert. Es gibt so eine Art Tool, da kannst du sehen, wer auf deine Webseite geht und wo die hinklicken, wenn die scrollen, und du siehst wie so ein Wärmedetektor, dass du siehst, die meisten Leute, genau, die meisten Leute gehen hier raus. Und warum? Was haben sie da gesehen? Da bleiben die meisten Leute dran stehen. Das ist das, wo sie wirklich Interesse haben. Und dann kann man den Content so oft, das heißt, erstmal ist es sehr interessant, wenn man diese Transparenz hat, die man vorher nicht hatte. Mega, ne? Ja, vorher, ja. Du hast vielleicht ein Buch geschrieben und du siehst, wie viel verkauft wurde, aber du weißt nicht, wer hat das Buch gemocht, wer nicht, welches Kapitel hat wem am meisten interessiert und so weiter. Ne? Also wirklich diese Insights, dass du sagen kannst, ich bringe ein zweites Buch raus, was sich ausschließlich mit Kapitel 4 beschäftigt, weil ich das weiß. So, das wusstest du vorher nicht. So, jetzt kannst du viel mehr diese Richtung fühlen und dich dem anpassen. Und das ist das wirklich, was ich gelernt habe. Ich sage so, ich versuche, und das mache ich jetzt auch. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Beta-Gruppe, die ich kreiert habe, weil ich teste sehr viel. Das heißt, ich habe zum Beispiel die Online-Kurse, die jetzt rausgekommen sind. Ich habe jetzt Workshops, die ich selbst anbiete. Ich habe letztes Jahr angefangen damit und ich habe sehr viel auf Deutsch gemacht, weil die Nachfrage in Deutschland sehr groß war, weil ich schon ein Video gefilmt hatte, was ich rausgehauen habe vor ungefähr 6 Jahren. Jonas war Teil von einem Projekt, wo wir so Porträts hatten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und eins von diesen Porträts war meins. Also ich habe das Projekt geleitet und ich habe die Videos gedreht. Und die Frau, die dafür zuständig war, hat mir gesagt, mach doch ein Porträt über dich. Und ich war erst so, wie ein Porträt über mich? So, okay, kann ich machen so, ne? Ich habe das jetzt nicht so ich habe nicht so den Wert darin gesehen, oder ich, klar schon dann, aber ich habe das nicht so als besonders angesehen. Ich habe es gemacht für dieses Projekt, das sollten irgendwie so ein paar Jugendliche sehen in Aachen, und dann irgendwann hat ein Freund von mir das gesehen und gesagt, ey, du musst das auf YouTube hochladen, so, ne, das ist richtig stark. Da meinte ich, okay, habe es auf YouTube hochgeladen, habe mir nichts dabei gedacht, habe keine Webseite gehabt, keinen eigenen Facebook-Page, gar nichts. Ich habe einfach es hochgeladen und das hat sich dann von alleine verbreitet. Leute haben angefangen, es zu gucken, es zu sharen, haben es nochmal kopiert, in Facebook hochgeladen, haben mich getaggt. Und ich habe über die letzten 6 Jahre, jeden Tag hat mich irgendjemand angeschrieben. Per E-Mail, Kommentar auf Facebook, hier und da. Boah, Leute sagen mir, die haben seit 3 Jahren mein Video jeden einzelnen Tag gesehen. Leute schicken mir so Videos, dass sie das in der Schule gucken. Die nutzen das als Trainingsvideos in bestimmten Firmen und so weiter. Ein Video, was ich gar nicht geplant habe für irgendwas. Das eine und dann Video kam immer noch. Oder was? Nur ein einziges Video. Und ich hatte kein zweites Video gedreht. Also es gab zwei. Also es gab ein großes Video und dann eins, das war so ein Outtake. Dieses Outtake haben eigentlich noch mehr Leute gesehen. Und das war's. Aber das heißt, in 6 Jahren nur diese 2 Videos. Und darüber haben mich so viele Leute kontaktiert. Und deswegen, das war auch einer der größten Gründe, warum ich gesagt habe, so ey, ich mach das jetzt. Weil das ist das, was ich fühle in meinem Herzen. Und ich sage, das ist meine Berufung, weil das hat mich gerufen. Das sind Leute, die mir gesagt haben, jeden Tag, schreib ein Buch, mach mehr Videos, mach einen Podcast, bitte, ich brauche Content. Und am Anfang habe ich nicht verstanden. Ich sage, wer bin ich, dass ich ein Buch schreibe? Wer bin ich, dass ich Content kreiere? Sondern diese eigenen limitierenden Glaubenssätze, ja. Dass ich gedacht habe, das, was ich weiß und was ich, das ist doch normal, das weiß doch jeder. Ich sage, nein, das weiß nicht jeder. So. Und vor allen Dingen, auch wenn es Sachen gibt, die ich sage, die es schon gibt, aber ich sage es anders. So. Und genau. Deswegen gab es schon so viele Leute, die mich kannten in Deutschland mit dem Thema, dass ich gesagt habe, es macht am meisten Sinn, dass ich in Deutschland damit anfange, und habe halt dann getestet mit eigenen Workshops, mit Seminaren, mit Speakings, ich wurde halt gebucht, aber ja, also das ist halt so, wie gesagt, in Development, ich sehe, das ist wirklich für mich jetzt Neuland, was möglich ist mit Online-Marketing. So, das ist etwas, wo ich dann sage, je mehr Leute ich erreichen kann, je mehr Wert ich kreieren kann,
je mehr Leute den Wert darin erkennen, was ich mache, desto erfolgreicher wird das. Ich denke nicht, dass allein Marketing dafür sorgen wird, dass es erfolgreich ist. Natürlich ist es eine wichtige Kombination von beiden und ich bin hundertprozentig überzeugt von dem Feedback, was ich bekomme, dass das, was ich tue, Menschen weiterbringt und hilft. Jetzt ist aber nur dieser Step zu verstehen, wie ich mehr Menschen damit erreiche. Und deswegen ist es also eine Kombination. Es ist eine Kombination aus Monetarisieren, aber gleichzeitig will ich so viel wie möglich Menschen erreichen. Und ich habe von Seth Godin, da gibt's also Seth Godin ist so ein Marketing-Experte, der halt sehr viele Bücher geschrieben hat über Tribe-Building und Marketing und vor allen Dingen Permission-Marketing. Permission-Marketing ist halt nicht so wie im Fernsehen, so dieses hier Unterbrechung und hier in dein Gesicht, sondern mehr... Genau, so mehr auch von das, worüber Gary Vee redet und so weiter, dieses Permission-Marketing. Aber er hat eine Sache gesagt, er hat gesagt, so um erfolgreich ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung oder ein Produkt oder egal wie, gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Er hat gesagt, Awareness and Trust. Das sind die zwei Bereiche. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt und sie müssen dir vertrauen. Und Vertrauen in dem, was du tust, dass das funktioniert. Dass sie sagen, so, ich vertraue dir, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Fitnessprogramm hast, dass das funktioniert, was du da machst. Oder dass ich mein Problem lösen kann, das durch das. Ne? Wenn du ein Comedian bist, ich muss dir vertrauen, dass wenn ich da hingehe, dass du witzig bist. So, ne? Und das geht ja nur, dass die Leute wissen, dass es dich gibt, sonst können die ja nicht dein Produkt geben. Und dass sie verstehen und den Wert dahinter sehen. Und das ist das, was jetzt gerade passiert bei mir. Das ist eine Mischung aus beiden. Das heißt, das Geld, was reinkommt, reinvestiere ich erstmal für Testings und zu gucken, was funktioniert, um mehr Leute zu erreichen. Und ich kreiere sehr viel und gebe halt sehr viel Free-Content raus, weil ich halt einfach die Tribe aufbauen will. Und dann, ja genau, dann gibt's halt so verschiedene Einkommensströme wie halt Speakings. Also ich arbeite jetzt immer noch mit Brand zusammen. Das heißt, jetzt zum Beispiel bin ein Influencer für Samsung, mache einige Projekte für Samsung, wo ich aber nicht die Produktion mache. Das ist jetzt noch in Besprechung, aber ich bin halt Talent. Das heißt, ich bin Ambassador, die buchen mich für Speakings und mit Sun & Sand Sports, das ist sowas wie Foot Locker von Dubai und die arbeiten halt mit Nike, Under Armour, Adidas und so weiter zusammen und ja genau, also das ist halt so die Kombination. Also ich mache keine Filmprojekte mehr, das habe ich für mich so entschieden, weil ich weiß, dass mich das rausholt aus dem Flow, in dem ich jetzt gerade bin und ich habe auch direkt, letztes Jahr habe ich entschieden, ich gehe komplett raus, alle Aufträge, die reinkommen, die gebe ich weiter an andere Produktionsfirmen, nehme dann meinen Cut und fokussiere mich 100% hier drauf. Aber jetzt gerade ist so 70% von dem, was reinkommt, von digitalen Produkten. Okay, und dein Fokus ist gerade voll auf Online-Marketing. Wie kann man das noch leveragen? Online-Kurse, um dann noch mehr Reach, Traction zu bekommen, Awareness und Trust aufzubauen durch deinen ganzen kostenlosen Content, wie zum Beispiel den Podcast. Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Zielgruppen, so, ne? Es gibt halt Leute, die Autodidakten sind, die sagen so, ja, oder die halt noch nicht ready sind für bestimmte Sachen. Ne? Ich denke, dass ich habe einfach gesehen, dass sehr viele Leute informationshungrig sind, aber nicht wirklich in die Umsetzung kommen. Und manche Leute, die in sich selbst investieren, eher in die Umsetzung kommen. Ne? Manche Leute sehen Sachen eher als so Tipp. Aber ich habe auch am Anfang jahrelang Videos geguckt und mir Bücher geholt, bevor ich angefangen habe, zu Seminaren zu gehen und gemerkt habe, dass es mehr ist als nur Information. Es ist auch das Umfeld, es ist auch die Dynamik, es ist einfach dieses, dass du mehr ins Umsetzen kommst, wenn du in diesem Rahmen drin bist. Und ich gucke halt, dass ich mache halt Workshops, wo Leute hinkommen, die erstmal aus ihrem Umfeld rauskommen. Also ich habe jetzt einen Workshop, an dem ich konzeptionell arbeite und auch teste jetzt und so gucke, wie die Nachfrage ist, weil ich habe auch Personal Coachings, die ich mit Leuten mache und dass ich sage so, ich habe eine Gruppe von 30, 40 Leuten, die nach Dubai kommen, wie Bootcamp-Style und ich sage zum Beispiel, ich arbeite intensiv mit denen. Das heißt, die kommen nach hier für 3 Tage. Wir haben einen Kickoff, wir arbeiten zusammen bestimmte Inhalte durch. Dann gibt es jede Woche einen Livestream, so über Zoom und eine Q&A-Session, weil ich habe einfach gesehen, dass sehr viele Leute kommen auf ein Event und sind dann voll hyped up und haben super viel Content in kurzer Zeit. Manchmal sind es 3 Tage, manchmal ist es eine komplette Woche und die kriegen jeden Tag so viel Input und du bist so voll im Flow. Oh ja, super, ah, geil, super. Und dann bist du wieder zurück in deinem Umfeld und dann vergehen 3, 4 Wochen und dann bist du nicht mehr in diesem Flow drin. Und dann manchmal probierst du bestimmte Sachen, die du gelernt hast und es funktioniert aber nicht so, wie du dachtest oder du hast noch weitere Fragen, die du vor 3 Wochen nicht hattest und jetzt stehst du aber da und du hast dieses Umfeld nicht mehr. Und so will ich das kombinieren, dass ich sage, du hast einmal dieses Umfeld
du hast den Content, aber du hast auch eine Rahmenbedingung und eine Struktur und Accountability-Partner, dass du über 3 Monate jede Woche den Content Stück für Stück bekommst und in die Umsetzung gehen kannst mit dem Content, anstatt die ganze Information aufzusaugen, weil die meisten Leute haben kein Problem mit Information, sondern mit Umsetzung. Und diese Struktur versuche ich auch mit Transformation, genau. Und das passiert nur, wenn du umsetzt. Das passiert nur, wenn du das Wissen testest. Und das ist ja dann wirkliche Weisheit. Das ist dann, Knowledge ist ja nicht nur Information, sondern angewandte Information und dann Feedback und Anpassen. Und diese Erfahrung will ich natürlich auch den Menschen geben, die sagen, ja, ich habe die Zeit nicht oder ich habe das Geld nicht oder ich kann es mir im Moment nicht leisten, zu sagen, ich komme jetzt nach Dubai, mach den Workshop oder das in dieser Gruppe. Ich will das auch limitieren und ich will diese Hürde auch höher halten. Für die Leute, die müssen sich wirklich überlegen, will ich das wirklich machen? Und dann gibt es andere, die dann sagen, ich möchte den Online-Kurs durchziehen und da will ich auch ein System kreieren, das ist die Leute Accountability, das ist, dass du einfach eher in die Umsetzung kommst und zu pushen. Aber wenn du das online machst, ist natürlich dieser Part da, wo du mit dir selbst bist. Und du musst selbst dafür sorgen, dass du das durcharbeitest. Das wird, ne, wie wenn du an dir ein Buch kaufst. Keiner wird dich zwingen, das bis zur letzten Seite zu lesen. Und keiner wird dich zwingen, das umzusetzen. Aber ich versuche, diese Impulse zu setzen. Und da teste ich halt einfach so viel wie möglich, weil die beste Publicity und dieses beste Awareness and Trust ist, wenn andere Menschen über dich reden. Weil du kannst so viel wie möglich Online-Marketing machen und so viel wie möglich das pushen. Aber wenn jemand, den du kennst, dir sagt, das ist geil und das hat sich bei mir verändert und am besten noch du siehst, nicht nur er sagt es dir, du siehst, was sich in dem Menschen verändert hat, in seiner Persönlichkeit, in seinem Handeln, in seinen Ergebnissen, dann ist das das beste Awareness and Trust, was du bekommen kannst. Und deswegen ist es halt wichtig für mich, mich darauf auch zu fokussieren, parallel zu den ganzen anderen Sachen, die dann mehr so Techniken sind. Krass. Fett, Alter. Man merkt, du hast auf jeden Fall eine unbändige Energie, echt krassen Thinking-Mode drauf. Gab's bei dir im Leben auch schon mal irgendwelche krassen Challenges, wo es dir auch schwer gefallen ist, in deinem High-Vibe-State zu bleiben, den du ja gerade so vorlebst? Ich glaube, es kommt voll durch die Boxen oder je nachdem, wo man das gerade hört, kommt es auf jeden Fall voll an bei dir. Aber gibt's auch den anderen, natürlich. Wenn du mal nicht auf Sendung bist, ich hab vorher eben auch ein Vorgespräch gehabt, da warst du genauso High-Vibe und so, aber gibt's auch mal so Phasen, wo du und mir alleine sitzt und denkst so, what the fuck, was habe ich hier gemacht? Wie komme ich hier weiter? Im Moment sehr selten. Also ich erwische mich sehr schnell dabei, aber ich bin natürlich durch sehr viele Phasen gegangen und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich mich sehr viel beschäftige. Das war, ich habe diese ganzen Sachen nicht gelernt, um es Leuten beizubringen. Ich habe das für mich selbst gelernt und ich habe mal ein Zitat gehört, ich weiß nicht, von wem das ist, aber er hat gesagt, deine größten Herausforderungen werden die Bereiche sein, wenn du sie meisterst, wo du am meisten zurückgeben kannst und am meisten anderen Menschen helfen kannst. Ne? Wenn du niemals durch bestimmte Hürden gegangen bist, dann kannst du niemanden beibringen, über dieselben Hürden zu gehen, nur weil du die Theorie in einem Buch gelesen hast. Genau. Und ich habe das Ganze gelesen für mich selbst, weil ich war extrem, also ich bin durch viele Phasen gegangen, aber als Kind war ich extrem introvertiert und extrem schüchtern und ich habe nie mich getraut, meine eigene Meinung zu sagen und ich wollte immer so sein wie alle anderen, um mich anzupassen, um bloß nicht aufzufallen. Ja. Und ich bin an der Elfenbeinküste groß geworden und bin dann nach Deutschland mit 14 gekommen. Vorher war ich ja noch in Belgien. Ich bin immer wieder umgezogen, ich war immer wieder der Neue und musste mich immer wieder anpassen und das war wirklich etwas, was wirklich wo ich Challenges hatte, aber das hat auch eine sehr große, wie soll ich das sagen, das war eine sehr große Stärke dann irgendwann, weil ich in der Lage war, mich in andere Leute reinzuversetzen, Empathie und so weiter, aber ich hatte immer noch diese Zweifel an mir und als ich dann angefangen habe mit der Persönlichkeitsentwicklung, da war das auch sehr stark, dieses aus mir rauskommen, diese Konditionierung, diese limitierenden Glaubenssätze auflösen, diese Emotionen verstehen und zu verstehen, dass Emotionen entstehen durch Gedanken und deine Gedanken du selbst kreierst, deine Ängste du dir selbst kreierst und so weiter und du dramatisierst und jedes Mal, wenn ich eine Emotion hatte oder habe, die ich nicht haben will oder die negativ ist und ich nicht zurückgehe, weil sehr oft reagieren wir auf die Impulse, wir glauben, es ist erst eine Emotion da und dann denken wir, weil dieses Denken, was vor der Emotion kommt, unterbewusst ist. Es ist fast schon wie ein Reflex. Und wenn man da reingeht und das anfängt, sich anzugucken, ich weiß zum Beispiel, einfach mal eine kleine Story, um das zu illustrieren, weil das ist jetzt ein Konzept und ich bin immer sehr pragmatisch und praktisch. Ich war hier in Dubai im ersten Jahr. Ich hatte viele Situationen und es wird noch sehr viele Situationen kommen. Aber
dieses Wort Scheitern wird immer genutzt. Nochmal sagt man, scheitert seinen Weg zum Erfolg. Ist ein Wort, das kann man so sehen und so sehen. Weil ich denke, dieses Wort Scheitern, wenn man es wirklich, diese Definition von dem Wort Scheitern nimmt, ich denke, das Scheitern ist, wenn du aufgibst und nicht mehr weitermachst. Und ich liebe dieses Zitat von Michael Jordan, hat mal gesagt, ich habe noch nie ein Spiel verloren, mir ist nur die Zeit ausgelaufen. Das heißt, wenn die Uhr weiter getickt hätte, dann hätte ich nicht verloren, sondern ich hätte vielleicht gewinnen können. Das heißt, ich habe nie verloren, nur die Zeit ist abgelaufen. Und wenn man dieses Konzept überträgt, wenn du scheiterst, das ist ja nur ein Zwischenstep. Du scheiterst nur, wenn du nicht mehr weitermachst. Solange du sagst, ey, das hat nicht geklappt und ich muss jetzt weitermachen, ist die nächste Frage einfach nur, wie mache ich weiter? Aber das ist dieser Step, der im Kopf ist. Wie denkst du über das, was gerade passiert ist? Was sagst du dir selbst, nachdem das, was passiert ist? Nicht, was ist passiert? Das ist nicht der Grund, warum du jetzt gescheitert bist. Sondern es ist einfach nur ein Feedback. Und ich hatte hier, als ich in Dubai war im ersten Jahr, hat das nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Und es sind viele Details, aber long story short, ich war nach einem Jahr hier in Dubai, hatte 500 Euro in meiner Tasche und war nicht mehr mit meinem Businesspartner in einer Partnerschaft und ich hatte meine Firma nicht mehr. Und ich habe mit den Gedanken gespielt, zurück nach Deutschland zu kommen. Und war dann so an einem Punkt, einmal war ich ein bisschen so, mein Stolz war da, so die Leute, die mir gesagt haben, ja, du kommst eh nach einem Jahr wieder, den wollte ich das nicht, ich wollte nicht ihre Prophezeiung wahr werden lassen. Und das zweite war, also ich habe erstmal, habe ich so ein paar Freunde kontaktiert, meinte ich so, ey, guck mal, kann ich eine Weile bei dir bleiben? Und dann hat er, ey, gar kein Problem, kannst hier auf der Couch pennen, so easy. Einer hatte so ein Gästezimmer und meinte so, ja, du kannst hier bleiben. Ich so, okay, ich bleib erstmal da. Dann war ich erstmal da, aber ich war so 2 Wochen lang in meiner Depri-Phase. In meiner ich bemitleide mich selbst Phase, meine die Welt ist gegen mich Phase und ich habe nur anderen Leuten die Schuld gegeben. Ah, der ist schuld, hätte der das nicht gemacht, warum hat er hat mich hintergangen, hat mich, warum war ich so dumm und habe das und nur mein Gehirn in die falsche Richtung gelenkt, um dieses ich bin gescheitert, ich habe mir was vorgenommen, es hat nicht so geklappt, wie ich dachte und jetzt ist so ich weiß nicht, das ist ja oft dieses Ding, du weißt nicht, wie es weitergeht. Warum weißt du nicht, wie es weitergeht? Weil du nicht genügend Informationen hast. Du hast dir was vorgenommen, es hat nicht so geklappt, also denkst du, es ist gescheitert. So, und in dieser Phase war ich emotional so overloaded, dass ich jeden Morgen aufgewacht bin und habe immer wieder diese Gedanken abgespielt und mit diese Fragen und dann kommen diese Emotionen wieder hoch. Wut, Trauer, diese und dann habe ich einfach versucht, mich abzulenken, habe dann irgendwie diese Serie, diese Entourage, habe ich einfach geguckt. Ich habe einfach eine Episode nach der anderen geguckt und einfach nur bloß in diesem Film drin sein und meinen eigenen Film nicht sehen so. Und ich konnte auch nichts machen, ich war auch physisch weg. Das ist ja dieses Ding, diese Energie, die in dir ist. Du hast ja diese physische Energie, mentale Energie und emotionale Energie. Und die sind zusammen. Wenn du mit deinen Gedanken auf falsche Sachen fokussierst, kann das alles crushen. Dass sogar du hast das Gefühl in deinem Körper. Ja. Du kannst nicht mal, du willst direkt wieder schlafen gehen. Du wachst auf und du kannst nichts tun. Du bist einfach gelähmt und bist gecrushed. Und jemand kann kommen und dir eine Nachricht geben oder eine Information kommt und plötzlich brennst du von innen. Diese Energie war die ganze Zeit da. Du unterdrückst sie aber nur durch deine Gedanken und deine Emotionen. Und da habe ich ja so viele Sachen studiert vorher, aber das ist immer dieses Ding. Du hast dieses Wissen, ich habe Morgenroutine und diese ganzen Konditionierungssachen und alles. Das habe ich alles gekannt, das habe ich alles gemacht eine Zeit lang. Und dann irgendwann gab es eine Phase, wo ich das nicht mehr so gemacht habe. Und das Wichtigste ist aber, wenn du in solchen Situationen bist manchmal, kommst du nicht drauf. Oder das ist dann das Letzte, worauf du Bock hast. Aber dann ist es am wichtigsten. Und dann, das ist so nach so 2 Wochen, dann habe ich einfach so morgens aufgewacht und ich hatte einfach diesen Drang, so dieses, ich musste einfach Energie aus meinem Körper rauslassen. Kennst du dieses, du willst einfach nur schreien. Ja. Und ich bin rausgegangen und schrei. Ja, genau das. Diese Energie muss raus. Und ich bin rausgegangen und ich angefangen zu rennen und angefangen Liegestützen zu machen. Ja. Ich war am Strand und dann einfach dieses, und diese Energie, die rausgeht, kommt irgendwie wieder zurück. Auf einmal hast du so ein Feuer in dir. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und gesagt, Mann, ich kenne doch diese ganzen Sachen. Diese Frage, die ich mir gestellt hatte, die mich daraus geholt habe, war, was ist gut da dran? Und wie kann ich das nutzen, was gerade passiert ist, zu meinem Vorteil? Du denkst in eine ganz andere Richtung, wenn du so denkst. Was habe ich und was ist gut daran? Und ich dachte so, ey, guck mal, es ist gut, dass es jetzt passiert ist nach einem Jahr. Weil stell dir mal vor, wir hatten noch so ein paar andere, es gab zum Beispiel so ein
sehr, sehr großen Investor, beziehungsweise eine sehr, sehr, sehr wichtige Person, die ich für ein Projekt reinbringen wollte in diese eine Firma, aber es ist nicht dazu gekommen. Ich sage, stell dir vor, ich hätte diesen Typen mit reingebracht und dann wäre das passiert. Das wäre viel schlimmer gewesen. Das, du kannst einmal gucken, so was ist gut, dass es jetzt passiert ist und nicht später, weil früher oder später wäre es sowieso passiert, weil es gab Sachen, die ich nicht gesehen habe. Es gab eine Erfahrung, die ich noch nicht hatte, um einzuschätzen, nicht in diese Situation reinzugehen. Das heißt, man muss erstmal auch so gucken, so, ich wusste es nicht besser, aber ich habe es probiert und ich habe es versucht. Aber was habe ich jetzt? Ich so, ey, ich bin hier in Dubai seit einem Jahr. Ich kenne so viele Leute. Ich habe so viele Systeme, Sachen verstanden, die ich vor einem Jahr nicht kannte und nicht wusste. Wäre ich jetzt nach hier gekommen, mein eigenes Ding zu machen, wäre es viel schwieriger gewesen als jetzt. Jetzt ist es viel einfacher, weil ich kenne viel mehr Leute. Ich weiß dies, ich weiß das. Ich habe 5 Sprachen, ich kann 5. Dann habe ich angefangen, mich auf meine Stärken zu bauen. Um zu gucken, was kann ich jetzt eigentlich tun? Was brauche ich jetzt, um dahin zu gehen, wo ich hin will? Ich habe keine Informationen. Also habe ich erstmal mein Handy rausgenommen und ich bin die komplette Liste durchgegangen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt jede einzelne Person anrufen, die ich kennengelernt habe. Und ich werde sagen, hey, was geht ab? So und so und so. Lass uns mal treffen. Können wir ein Meeting haben und mal ganz kurz quatschen. Catching up. Und habe das einfach gemacht. Bum, 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 bum. Ey, ich habe die ersten 20 Leute getroffen und hatte auf einmal schon 7 Dinger, die ich machen konnte. Und plötzlich merke ich so, diese 7 Dinger waren die ganze Zeit schon da. Aber weil ich mich selbst mitleidet habe, und das ist halt dieses Ding, du hast diesen Blindspot auf die Möglichkeiten, die gerade vor dir sind, weil du nach innen guckst. Dieses Introvertieren, dieses nach innen gucken und sich verstärken auf seine Emotionen, das ist das, was dich noch mehr runterzieht. Und wenn du, sobald du nach draußen gehst und dann auch guckst, was brauchen andere? Oft ist es so, wenn man ein Problem hat, dann fängt man an auf sich selbst und sein Problem und sich zu bemitleiden und man redet mit anderen Leuten über sein Problem. Nein, Mann, welche Probleme habt ihr? Wie kann ich euch helfen, eure Probleme zu lösen? Vergiss mal mein Problem, weil mein Problem verschwindet, wenn dein Problem verschwindet und ich helfe dir dabei, dein Problem. So ungefähr habe ich angefangen zu denken und dann auf einmal, ey, eine Woche später sitze ich dann da und habe die ganze Zeit, weißt du, diese Pin-Note, diese Zettel, bunte Zettel überall an der Wand, habe einen Plan gemacht, Visionen aufgeschrieben und bla und ey, das ist auf einmal so, ist das Leben wieder da, diese Energie wieder da, aber sie war ja die ganze Zeit schon da. Und ich bin schon ein paar Mal durch sowas gegangen, weil in verschiedenen Bereichen kann das passieren, ja. Ob das jetzt in Beziehungen ist, ob das jetzt mit Geld ist, ob das jetzt ein Business ist, ob das jetzt irgendwie eine Freundschaft ist oder eine negative Erfahrung, die man macht oder etwas. Das kann sehr schnell Emotionen triggern und man ist in der Emotion drin, bevor man merkt, ich habe die Situation erst bewertet. Niemand kann mich zum Beispiel beleidigen und ich werde sauer, außer ich lasse es zu und bewerte das, was die Person gesagt hat. Aber wenn man das nicht weiß, weil wir nicht gelernt haben, wie unser Gehirn funktioniert, unsere Emotionen funktionieren, dann ist man drin. Und sobald du drin bist, fängst du an zu reagieren und auf einmal fängst du vielleicht an, wie ein Verrückter zu wirken oder wie ein Verrückter dich zu verhalten oder wie ein Schwacher dich zu verhalten, obwohl du eigentlich stark bist und merkst gar nicht, dass du in diese Rolle reinschlüpfst. Und deswegen habe ich für mich dieses Training wirklich, ich habe das... Jeder von uns wird in Situationen kommen, die er noch nie war. Und dieses nicht zu wissen, wie man da rauskommt, ist oft das, was diese Panik rausholt. Aber sobald man das, diese Emotion catchen kann und hinter dieses Gefühl geht, dann kann man erst reingehen in, was mache ich jetzt? Und dann hast du wieder deine eigene Power. Du kannst niemals kontrollieren, was außerhalb von dir passiert. Wie das Wetter ist, wie die Wirtschaftslage ist, wie alles das, was für dich jetzt vielleicht in Sicherheit ist, kann morgen weggehen, aber nur extern. Aber diese innere Sicherheit kann dir keiner nehmen, außer du selbst. Und deswegen ist das halt wirklich etwas wie, ja, ich habe solche Momente, aber ich habe wirklich für mich so erkannt, dass wenn die Emotion da ist, man hinter die Emotion gucken kann. Und da komme ich sehr schnell wieder raus. Krass, krass. Ich glaube, das war ein super Abschluss. Für, um auch mal den Leuten zu zeigen, so ist nicht immer alles Happy Sonnenschein. Aber du hast auf jeden Fall die Power und die Kraft, dich da immer wieder rauszuholen. Wo können die Leute mehr über dich erfahren und mehr über dich finden im Internet, wenn sie jetzt Bock darauf bekommen haben? Also ich habe einen Podcast, mach es einfach und mach es einfach. Da habe ich sehr viele Episoden zu den Themen. Ich habe auch einen YouTube-Channel, Facebook-Channel. Da kannst du vielleicht mal einen Link auch in die Shownotes reinhauen. Aber ich habe auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe, mach es einfach und mach es einfach. Und da mache ich auch regelmäßig Livestreams. Und das sind schon so gute Quellen. Ich habe auch Instagram. Aber wenn man auf einer Plattform ist, sind auch alle anderen gelinkt. Und jeder konsumiert ja Content auf eine andere Art und Weise. Deswegen so das, was für dich am besten ist, da wo du am meisten konsumierst, da wirst du mich auf jeden Fall finden. Ich bin überall präsent, aber präsent. Wenn du den Podcast hörst, da habe ich auf jeden Fall sehr viele Episoden und gehe da auch sehr cool. Und ich mache auch Musik und so weiter zu den Themen, ne, so Motivation, Mindset. Ich habe dann Gedichte und Musik und vermische das alles ein bisschen und das war auf jeden Fall entertaining und edutainment nenne ich das immer. Krass, krass.
Dann sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, auf deine Rap-Karriere oder Musik. Also du scheinst echt ein kreativer Typ zu sein, ne? Ja, also ich versuche das Ganze zu verbinden. Also weil ich meinte ja am Anfang dieses, man hat manchmal das Gefühl, dass man von Null startet, wenn man etwas Neues macht. Und man sieht oft nicht diesen Link. Und ich liebe dieses dieses Zitat von, wie heißt der jetzt nochmal? Weißt du, diese Momente, wo der Name nicht einfällt, von Apple, der Steve Jobs. Steve Jobs, er hatte so eine Rede gehalten, dieses Connecting the Dots, wo er gesagt hat, du kannst nur im Nachhinein die Punkte verknüpfen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Und er hatte irgendwann, als er studiert hat, hat ihm irgendwie ein Fach gefehlt, weil er irgendwie noch Punkte brauchte und hat dann einfach einen Kalligrafieunterricht genommen. Ja. Und obwohl ihn das gar nicht interessiert hat. Ja. Und später hat er dieses Design-Element in Apple mit reingebracht, nur durch das, was er in dem Kalligrafieunterricht gelernt hat. Und gesagt, ja, ohne das wäre das nicht entstanden, aber das wusste ich damals nicht. Mhm. Und das war jetzt bei mir dasselbe. Bei mir habe ich gemerkt, dass alles, was ich mache, Kommunikation ist. Ob das jetzt Film ist, ob das Musik ist, ob das Speaking ist. Ich kommuniziere eine Botschaft, aber auf verschiedene Formen, auf verschiedene Kanäle. Und dieses, was mir in einem Bereich geholfen hat, hilft mir in den anderen Bereich, ohne dass ich wusste, dass ich das übertragen werde. Das ist alles, was ich in Film gelernt habe, in Musik gelernt habe. Sogar, dass ich so oft umgezogen bin und mich immer anpassen musste und auf Menschen anpassen muss und von deren Perspektive sehen. All das hilft mir jetzt, das zu machen, was ich jetzt mache. Und deswegen, ja, das ist ein Bereich von vielen. Fitness natürlich auch. Ich war schon immer in Fitness mit drin. Und ja, diese Energie, aus, Energielevel. Respekt, ja, das ist meine Leidenschaft. Ja. Ich bin da. Dankeschön. Und ja, das ist halt alles so ein Teil von Ganzen. Und ich versuche das einfach so auszuleben. Ich habe einfach richtig Spaß in allen Bereichen, die mir Bock machen so. Und versuche das alles so zu kombinieren. Und ja, das ist halt, ja. Musik ist auch ein Teil davon. That's it, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ey, danke für die ganzen Insights, die du geteilt hast. Danke für die ganzen Stories, die du geteilt hast. Mega inspirierend. Und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem von unseren Events. Ja, danke, Markus. Und auf jeden Fall muss ich dich auch für meinen Podcast interviewen, denn ich denke, dass du auch sehr viel Erfahrung hast und sehr, sehr interessante Story hast für meine Zuhörer. Deswegen hören wir uns dann wahrscheinlich auch in meinem Podcast. Mach es einfach und mach es einfach. Und wenn ihr das hören wollt, dann kommt auf den Podcast von mir, dann könnt ihr den Markus da auch hören. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Wir verlinken jetzt erstmal deinen Podcast und dann können die Leute den ja abonnieren und irgendwann tauche ich da auf jeden Fall auch auf. Danke für die Einladung, dann lass uns gleich mal ausmachen, weil wir den zusammen aufnehmen. Wenn nicht jetzt, gleich vielleicht noch. Sehr nice. Okay. Perfekt. Alles klar, Markus. Bis dann. Also, hau rein, mein Lieber. Danke für alles. Peace and out. Melde dich heute noch an für einen kostenlosen Powercall mit mir, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Der Powercall ist ein Zoom-Call mit mir, in dem ich dir persönlich dabei helfe, zu identifizieren, welche Strategie die beste für dich ist, um an ein Ziel zu kommen und deine Limitierung zu eliminieren. Der Call ist kostenlos und es sind nur limitierte Plätze verfügbar, also melde dich jetzt an und klicke auf diesen Link. Du kommst auf eine Seite, wo du ein paar Fragen beantworten musst und wirst dann die Möglichkeit bekommen, einen Termin mit mir zu buchen. Und wenn du dich fragst, warum ist dieser Call kostenlos? Nun, es ist für mich der beste Weg, rauszufiltern, mit wem ich in der Zukunft zusammenarbeiten will. Und es ist für dich eine Gelegenheit zu erleben, wie es ist, von mir gecoacht zu werden. Also warte nicht lange, mach es einfach und mach es einfach.